Freunde der gesunden Performance, herzlich willkommen im Kernfit 2.0 und ja, kommt mal rein, wir gucken uns mal ein bisschen um. Und zwar, was ihr jetzt ja gerade alle schon gesehen habt, eine der größten Veränderungen ist unser Logo. Das haben wir so ein bisschen neu designen lassen, einen Ticken professioneller als das alte, das mir ja in Australien in meinem 6 Quadratmeter Zimmer da irgendwie aus meinem kreativen Hirn ja, zusammen geschustert wurde. Haben. Dass wir zusammen geschustert haben, das wollte ich sagen. ja, also das ist die erste Sache, die wir ja verändert haben. Was mir in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, diese Subheadline, dieses Healthy Performance, weil im Grunde genommen ist es genau das, was wir hier schon machen und jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren auch immer mehr in den Fokus rücken wollen, dass wir ja, dir eben helfen, zuerst gesund zu sein, dich gut zu bewegen, schmerzfrei zu sein und dann eben vernünftig zu performen, sei es in deiner Sportart, sei es in einem HIIT-Workout oder wo auch immer. Das ist schon mal eine der ersten Veränderungen, die wir haben. Ansonsten, wie ihr jetzt im Hintergrund schon seht, haben wir einen Fernseher installiert, wo ihr immer alle möglichen News bekommen werdet, rund ums Kernfit, alle möglichen Workshops, wie ihr jetzt gerade seht, aktuelle Kraftwerte unserer Mitglieder, dass ja, die so ein bisschen für sich im Auge behalten können, ob sie langfristig Fortschritte machen. Ja, kleine Handlungsaufforderung, die Download-Erklärung zu unserer App, die jetzt ja auch neu ist. Damit könnt ihr euch einmal mit uns als Club verbinden, könnt dann ja, eure persönlichen Daten einsehen. Wenn ihr umzieht, könnt ihr die Adresse ändern, ihr könnt die Bankverbindung ändern, ihr könnt, wenn das jetzt dann endlich mal funktioniert, in Echtzeit sehen, wie viele Leute gerade hier sind, können so ein bisschen abwägen, okay, ist mir das Kursanmeldungen. Und dann könnt ihr Kursanmeldungen machen, weil das ist ja einer unserer größten Veränderungen, dass wir ein Kurssystem etabliert haben. In den Kursraum gehen wir jetzt ja auch gleich nochmal gemeinsam. Und anmelden dafür könnt ihr euch gerne hier vor Ort oder eben über die App. Kursplan läuft einmal hier und hier haben wir auch immer wieder drüben dann an der Wand hängen. Aber das zeigen wir euch auch gleich dann nochmal. Ansonsten, was sich verändert hat, ist unser Community-Raum. Hier könnt ihr neuerdings, ja, nennen wir es Workout-Pausen oder ja, zum Warm-up reicht es nicht, aber zum Cooldown ein bisschen euch mit Bananen beschmeißen. Ansonsten, wow, wink mal. Peace out. Ansonsten gehen wir immer zusammen rüber. Haben wir ja, auf dem Packboard mittlerweile mal installiert. Der ein oder andere wird es kennen, ein bisschen ja, verschiedene Klimmzug-Varianten, um auch mal unilaterale Sachen machen zu können. Und, ich glaube, das müssen wir einfach mal vormachen. Ich mache es euch einfach mal vor, aber vorher kurz, bin direkt nochmal da. So, ihr zieht euch einfach hoch, geht dann ja so ein bisschen zur Seite und Der erste Mond ist abgeschmiert. Hätte doch sollten ich vormachen. Was ist da los, Junge? Okay. Kann ich schnell machen. Lass mal dann mal so. Das hätte ich genauso hingekriegt. Also, weiter geht's. Will ich nicht noch machen nachher eigentlich. Ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und zwar, das Hauptthema, worum es ja geht jetzt im Kernfit 2.0, ist, dass wir neben dem individuellen Training, was wir die ganze Zeit schon haben, 24/7 offen, halt eben jetzt auch ein Kurssystem haben. Das Ganze findet ihr immer hier von der aktuellen Woche und der kommenden Woche. Wie gesagt, einbuchen könnt ihr euch hier vor Ort oder auch in der App. Ihr könnt ja, dann zwischen verschiedenen Basic-Workshops wählen, wie jetzt beispielsweise Grundlagensporternährung oder Kettlebell Basic, was jetzt nächste Woche stattfindet. Ihr könnt wählen ja, zwischen HIIT-Kursen, jetzt den Performance beispielsweise vom Sascha, aber auch donnerstags um 18:30 Uhr ein Movement-Kurs, was eine Mischung ist aus Faszientraining und so ein bisschen Neurotraining, um eben Beweglichkeit zu verbessern, Schmerzen zu nehmen.
Was es hier aber auch gibt, sind Athletiktrainings für Vereine. Wenn du also jetzt irgendwie hier in der Gegend in einem Verein bist und dir denkst, hey Mensch, wäre doch irgendwie sinnvoll, wenn wir da ein bisschen was für unsere Athletik machen, dann ja, schick uns gerne eine Nachricht und wir kriegen euch sicherlich hier noch unter und können mit Sicherheit so ein bisschen an eurer Athletik arbeiten. Und das Ganze natürlich, wie man sieht, voll automatisiert. Sieht ja dann so aus, habt ihr, wenn ihr fleißige YouTube-Follower seid, ja schon im Umbau-Video gesehen. Rick haben wir am Start nochmal drei Stationen, dass wir eben für HIT-Kurse beispielsweise auch mit Langhanteln, mit Schlingentrainern und so weiter arbeiten können. Und sonst, wie schon so oft gesagt, einfach nur Platz, sodass wir vernünftiges Gruppentraining machen können. Aber auch hier wird beispielsweise der Performance auf 12 Leute limitiert sein, sodass wir ja eben die Qualität möglichst hoch halten können. Wir haben einen Fernseher installiert, dass wir bei dem einen oder anderen Workshop auch ja, euch so ein bisschen Hintergrundmaterial oder kurze Videos geben können. Und ja, da wird eine Menge kommen. Die Basic-Workshops und Kurse sind für alle Mitglieder kostenlos. Es werden aber auch ja, immer wieder Advanced-Workshops kommen zu spezifischeren Themen, wo sich einfach jeder einbuchen kann, der da irgendwie Lust und Laune drauf hat. Ansonsten an der Stelle auch nochmal ein riesiges Dankeschön an alle, die am Samstag bei der Eröffnung vom Kernfit 2.0 da waren. Sehr, sehr coole Veranstaltung, hat uns eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, ihr konntet bei der Kursvorführung schon ein bisschen was für euch mitnehmen. Und ja, das Spikeball-Turnier fanden wir persönlich ja, mega witzig. Ja, Niveau ist immer weiter gestiegen, nachdem es am Anfang eher so ein bisschen ja, mau war. Das werden wir auf jeden Fall wiederholen. Und ja, da könnt ihr gespannt sein. Und jetzt gibt es dann nochmal so ein paar Impressionen vom vergangenen Samstag. Samstag. Vorletzten Samstag. Vorletzten Samstag. Weil ich denke ja mit, weil vergangener Samstag wäre quasi gestern gewesen. Also viel Spaß mit den Impressionen. Sechster und acht. Das ist mein Anschluss. Ich sehe ja super oft, wenn jemand Kniebeugen macht, dass er im Motiv, wenn wir es jetzt von vorne betrachten, schiebt er halt mehr mit dem Gesäß hier rüber, als wenn er in der Mitte zentriert ist. Ja. Das sind Sachen, die da oben sind einfach, also wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger her, aber nie ordentlich behandelt worden. Da gibt es ganz einfache Tricks, sowas zu machen. Wir machen nur zwei Vortests, okay? Vortest Nummer 1. Haltet die eine Armlänge entfernt, dass wir die nochmal reproduzieren können. Checkt mal, welche Schriftgröße ihr noch lesen könnt. Vortest Nummer 2, Fingerbodenabstand. Teste nur jeder für sich, Füße ganz zusammen, Knie ganz gestreckt. Wie weit der aktuelle nach unten kommt. Langsam, Knie ganz gestreckt. Einfach mal gucken, wie fühlt sich es gerade an. Okay? Holt den Daumen, sodass er in etwa vor der Nase ist. Und fixieren mit beiden Augen den Nagel. Okay? Und dann gehen wir hin und holen den Finger langsam in Richtung Nasenspitze und gucken mit beiden Augen auf den Fingerdruck bis zur Nasenspitze ran und wieder strecken. Ganz lang wieder den Arm, nur den Daumen fixieren. Vier Wiederholungen, jeder im eigenen Tempo. Und am besten kurz locker. Zwei Tests, Fingerboden und Vision Cards. Das ist krass.
Vision Cards. Oh geil, ja, bleibt gerne ein bisschen, guckt beim Spikeball zu, wie auch immer das aussehen wird. Vielleicht abzuwarten. Ja, für Mario Kart, Fun. Und ja, sehr schön. Danke. Aus wie ein Scheiß Salami. Ja. Teams haben wir natürlich was Kleines. Emo gibt für euch beide. Das ist Emo für euch beide, inklusive Inhalt.